Ja, wir haben schon Freundschaft geschlossen hier auf dem Campsite. Unser persönlicher Bewacher. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier duschen und aufs Klo gehen und wie man hier warmes Wasser bekommt. Auf geht's! Ja, der arme Hund hier, der gehört zu Einheimischen, die ihn nicht besonders pflegen. Der hat ein entzündetes Auge und humpelt auf einem Bein. Und ja, wenn ich ihn anfasse, ist er ein bisschen nervös, also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Also hier, das sind die sanitären Einrichtungen auf Afrikanisch. Beziehungsweise, nee, muss man wirklich fair sein, die sind schon ganz gut. Wenn man hier reingeht, hier hat man dann einen Spiegel, Open-Air, WC mit allem, was man braucht. Sogar ein kleiner Mülleimer ist dabei. Und das wird hier ab und zu mal von einem, der dafür zuständig ist, wird das hier alles sauber gehalten. So, und jetzt gehen wir mal zu den Duschen. Unser Freund ist auch schon dabei. Ja, und das hier ist das Herzstück der Duschen. Wenn man warmes Wasser möchte, hier läuft den ganzen Tag ein Angestellter herum, der immer mal wieder Holz nachschürt in den verschiedenen Duschhäusern, die wir hier haben. Und damit wird dieser Kessel erhitzt und der sorgt dafür, dass wir dann beim Duschen warmes Wasser haben. Ist das nicht luxuriös hier? Also das hat ja auch nicht jeder. Hier, das sind die Duschen. So sieht das dann aus. Alles ganz gepflegt, eigentlich schön gefliest und wie gesagt, mit warmem Wasser. Und einige von euch kannten das mit Sicherheit schon. Aber vielleicht manche noch nicht und für die habe ich das gemacht. Ich gehe jetzt mal hier ein paar Blüten fotografieren, denn durch die starken Regenfälle im letzten Monat haben wir hier wunderbare Blüten und ja, da werde ich jetzt mal ein paar Fotos machen. Also, bis bald und tschüss!